Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Dieses Mal klappt hoffentlich alles. In, wie ihr seht, 10 Minuten werden Steve und Alex in Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt. Was mit der Reaktion los war, vielleicht habt ihr gesehen, sie waren einen Moment online, dann gleich wieder weg. Diesmal habe ich extra im Vornherein alles getestet, aber mein Ton wurde einfach nicht aufgenommen. Das war zu kurzfristig leider die Reaktion und eine Reaktion nachkommentieren. Ich denke, ihr seht das Problem. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich war unfassbar überrascht von dem Charakter. Steve war so der Pick, bei dem ich mir gedacht habe, es wäre cool, aber der kommt nie im Leben in Smash. Und jetzt ist er da. Ich bin komplett abgedreht, auch bei meiner Reaktion. Ich war komplett überrascht im positiven Sinne. Ich war begeistert, hatte eigentlich im Trailer auch direkt nachdem Sonic Mario weggedönert hat, erkannt, Digga, das ist Minecraft. Und jetzt heute wird er vorgestellt. Auch die All-Skins, saugeile Sache. Was ich natürlich jetzt sehen will, wie genau spielt sich der Charakter? Ich habe richtig Bock, den zu benutzen. Was man im ersten Trailer gesehen hat, sah für mich saugeil aus, muss ich sagen. Wobei er ein bisschen wirkt wie ein Campy-Charakter. Er hat offensichtlich einen Tether-Grab mit seiner Angel. Den Throw fand ich cool mit dem Kolben, den Up-Throw. Er ist wahrscheinlich so der größte Little Mac-Hard-Counter, den es gibt. Ebenso Tether-Grab. Er kann, egal wo man ist, er kann sich die Plattform bauen, um Little Mac zu Plattform-campen. Das ist halt super. Deswegen, ich habe das Gefühl, Steve wird ein sehr komplizierter, sehr passiver Charakter mit unfassbar viel Potenzial, ein Top-Tier zu werden. Das sind so meine Tipps. Natürlich, was auch sehr interessant ist, wird das Release-Datum bekannt gegeben. Ich muss sagen, ich rechne tatsächlich damit, dass es noch im Oktober released wird. Keine Ahnung, wir haben heute Samstag, den 3. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag das so rauskommen wird, Wochentag technisch. Vielleicht so 16. Oktober würde ich tatsächlich nicht ausschließen. Es wäre ein Freitag, ich weiß eben nicht, ob das passt. Oder vielleicht auch 19. Also irgendwas um den Raum, schätze ich, wird er tatsächlich dann auch released. Ich habe richtig Bock, den zu zocken. Die meisten, die ich privat kenne, fanden die Ankündigung auch unfassbar geil. Ihr kennt's ja, es leckt hier ein bisschen bei mir im Hintergrund. Ein bisschen, ne? Meine Aufnahme macht ja gefühlt das Viertel, die FPS nochmal. Und sogar ich habe gerade nur 20 gefühlt. Aber ja. Es geht um die Reaktion und die werden wir in 6 Minuten haben. Ich werde einfach noch mal ein paar Dinge sagen jetzt, die ich ursprünglich vor der Reaktion gesagt hätte. Nämlich unter anderem, wen ich mir halt am ehesten gewünscht hätte. Ich sehe gerade an meiner Wand so eine Spinne. Also ich bin jetzt nicht überrascht, weil ich die sehe, sondern weil ich die seit irgendwie 5-6 Tagen jeden Tag am genau selben Punkt sehe. Was ist denn mit der? Naja. Also mein Nummer 1 Pick für wäre gewesen. Steve finde ich auf jeden Fall cool. Ich hätte auch so Waluigi lustig gefunden, aber ich rechne halt nicht damit, dass der kommt. Mein Nummer 1 Pick wäre wahrscheinlich Amaterasu aus Okami HD, was ich im Moment ja auch Let's Play gewesen. Allein schon der. Das wäre so ein Moveset-Potenzial. Stellt euch das mal vor. Das wäre so episch gewesen. Ansonsten hätte ich noch ein bisschen unrealistischere Picks. Also mein unrealistischster Hot-Tag wäre definitiv die dunkle Materie Pokémon Super Mystery Dungeon. Sagt euch bestimmt allen was. Sonst hätte ich vielleicht gern Margolor gesehen aus der Kirby-Serie, wer ihn nicht kennt. Oder Krankfried, wer den nicht kennt, hat hier nichts verloren. Wobei die halt alle nicht so relevant sind. Also Steve ist auf jeden Fall ein sehr logischer und sehr guter Pick gewesen, meiner Meinung nach. Man muss halt aufpassen, dass man nicht wie beim ersten Fighters Pass dann nach dem ganz krassen, was im ersten Banjo-Kazooie war, so nachlässt. Das ist halt jetzt die Sache.
Man muss gucken, dass auch die nächsten DLC-Charaktere alle wert sind, ins Spiel gepackt zu werden und gut ankommen werden. Viele hatten auch gesagt, vor dem Reveal, wenn der nächste Charakter, wenn der DLC-Charakter, der jetzt hier revealed wurde, genauso schlecht ist wie die vorigen, dann wird wahrscheinlich Smash Ultimate aussterben. Aber ich denke jetzt mal, wenn diese Aussage überhaupt stimmen würde, mit Steve hat man da den Pick gemacht, den man braucht. Worüber heute nicht geredet wird, leider, auch wenn mich das natürlich auch sehr, sehr interessiert, sind Balance Changes, die zwingend ja mit dem Update kommen werden. Was mich übrigens unter anderem da drin bestärkt hat, dass ich denke, das kommt noch diesen Monat. Ich denke, das Update wird halt relativ zeitgleich mit den Amiibo zu Hero und Joker kommen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich weiß gerade nicht auswendig das Release-Datum. Wartet. Ich habe mein Handy hier gerade rumliegen. Also Facecam gibt's heute nicht, weil ich musste hier schon genug gucken, dass es diesmal überhaupt funktioniert. Es ist ja jetzt auch nicht so, als ob ich jetzt hier bei der Reaktion... ups, ich habe aus Versehen gestoppt. Bei der Reaktion wäre Facecam natürlich besser gewesen, auch wenn ich es da auch nicht hatte, weil es eben echt viel zu kurzfristig war. Ich hatte halt lang Schule, ich wollte überhaupt keine Reaktion machen, hat mich schon gewundert, dass ich überhaupt noch die Möglichkeit hatte und noch nicht gespoilert wurde. So, ich google hier nebenbei nach... Oh. Das Update wird nicht mit dem Release vom Hero Amiibo kommen. Der war nämlich gestern. Ich bleib trotzdem dabei, dass der vermutlich ziemlich bald released wird. Ich überlege gerade, nachdem Min Min vorgestellt wurde, wie lang es da gedauert hat. 2-3 Wochen? Also sowas in die Richtung, denke ich schon. Wenn sie das Moveset vorstellen, ist ja auch klar, der Charakter ist an sich fertig. Die Stages auch. Was ich halt auch gespannt bin, es ist klar, in Smash Bros. Passt nicht jede Musik unbedingt in Kämpfe rein. Pokémon Mystery Dungeon Musik gibt's aber einiges. Könnte man ja mal drüber nachdenken, Nintendo. Und vor allem bei Minecraft, was gibt's da groß für Tracks, die reinpassen? Das wäre halt so die Sache, die ich mich frage. Der Track, den wir im Trailer schon hatten, war eindeutig ein Remix und das fand ich schon saugut. Ich rechne allgemein damit, dass die Musik, die sie einfügen werden, eigentlich alles Remixes sind. Weil alles andere ergibt einfach nicht sonderlich viel Sinn. Minecraft-Musik ist viel zu langsam und ruhig, um eine gescheite Battle-Music abzugeben und ihr seht da gerade diesen Balken am Rand nicht. Ja, jetzt wisst ihr, 2 YouTuber, die ich abonniert habe. Okay, 3, Nintendo.de ist aber relativ klar. Und Digi, wer MOP nicht abonniert hat, der hat MOP nicht abonniert. Und beim letzten weiß ich nicht mal, ob man es erkannt hat. Und ich weiß nicht, ob man gesehen hat, dass ich einen Kommentar auf dem Video bekommen habe. Ist aber auch nicht besonders, also. Naja, noch 50 Sekunden. Ich hoffe wirklich, dass Steve ein sehr spaßiger Charakter ist. Ich glaube, er wird auf jeden Fall sehr vielseitig. Das Craften und das Blöcke bauen werden definitiv seine Spezialitäten werden. Inwiefern sich die Stage verändert, ist natürlich jetzt noch eine Frage. Zum Beispiel Tag und Nacht sowas. Hat man im Trailer ja schon gesehen, dass sowas anscheinend da ist. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die Präsentation. Es haben sich mehr haben sich über Steve aufgeregt, als ich dachte, muss ich aber auch sagen, so wie ich das online mitbekommen habe. Digga, was regt man sich über Steve auf? Auch wenn man ihn nicht mag, man muss einsehen, er ist ein sinnvoller Pick gewesen. Er ist nun mal eine Gaming-Ikone. PG-12. Es geht übrigens los. Falls man das nicht mitbekommt, während ich hier so rante. Oh mein Gott, ich habe 2 FPS bei mir selber. Da unten, alter Minecraft. Uff, was war das für ein Anfang?
Ich suche keine Mitarbeit. Mitte August. Das ist ja auch schon wieder 1,5 Monate her. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ja, das merkt man. Und ich glaube, auch mit dem DLC haben sie sich echt gefühlt übernommen. Weil sie halt auch noch jede Stage umbauen mussten. Biome, alles Mögliche. Da hat, denke ich, keiner was gegen. Die sind voll cool, die Präsentationen von zu Hause. Das kenne ich. Sakura ist schon so ein Ehrenmann, da kann man nichts sagen. Es gab mal eine... Also ich bin es nicht anders gewohnt. Ja, ehrenhaft. Das ist gut. Das ist sehr gut von ihm. Ah. Deswegen haben sie vermutlich so lange gewartet. もしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめ。オッケー。では早速参りましょう。例によって私が操作をしながら説明をさせていただきます。 Ja, so gehört sich das ja auch. ご了承ください。 Und ich hoffe, mein Laptop schmiert nicht ab. Ich traue dem das leider sehr zu. Steve und Alex und Zombie und Enderman. Erste Musik. パッと見原作まんまの表現です。肘膝関節を曲げるようなことはありません。四角歩き方も原作準拠です。いや。上下にスティックを傾けると原作同様首を曲げることができます。アピールでステーキ食べたりして。あら、ナイス。他のアピールはオンライン中にやりそうなことを入れています。 Als ob. Die haben einfach T-Bag als Tod. Oh mein Gott. Der kann so low springen. Oh Gott. Was? Ich glaube, der kann gefühlt nicht recovern. Oder kommt drauf an, inwiefern er die Blöcke in der Luft platzieren kann. Also gibt's zwei Skins für Steve. Ein Schottischer und ein Sportler. Kenne ich beide. Gibt's für Alex auch Skins? Schon, oder? Ja. Damit sind 6 Skins verbraucht. Schade, ich habe gehofft, dass es vielleicht noch alternative Zombie- und Enderman-Dinger gibt. Das wäre ja noch schöner. Ich habe das Gefühl... Ah. Den werde ich vermutlich spielen. Den mussten sie halt umscalen. エンダーマンスキンのようですが、スティーブに比べると幾分腕が細くなっていたりします。エンダーマンがエリトラで空を飛ぶという極めてレアな光景を見ることができます。いや。通常技の説明です。重ね重ね開発中のバージョンであるという重ね重ね開発中のバージョンであるということをご了承ください。My laptop is got so loud. 表現やバランスが異なっている可能性もあります。Und die Grafik ist gerade ein bisschen runter, ist aber wohl besser. Ja, das habe ich mir gedacht. 基本的な攻撃ですね。 Der Jab wirkt aber ehrlich gesagt sehr schlecht. Oh, aber man kann während ihm laufen, ich nehme es zurück. Oh mein Gott, der Jab ist broke gefühlt.
Ja, ich nehme es zurück. Der Jab ist gefühlt broken. Kommt natürlich auch drauf an, wie viel Damage er macht. Darf ich anmerken, dass die Stage schon saugeil aussieht. Ja, das ist halt die Sache. Relativ kurze Reichweite bei vielen Attacken. Get-Up-Attack ist auch Schwert. Was war das für eine scheiß Fallanimation, oh Gott! Die Axt ist, und abtilt. Ah ne, up smash und up air. Steve hat sehr viele sehr schnelle Hits, habe ich das Gefühl. Das ist Dash Attack und Aerials. Sagt er nicht gerade Schwert des Luftangriffes? Ja, ich bleib dabei. Steve wird viel Potenzial haben, glaube ich. Er wird sehr schwierig und vielleicht kein Top-Tier, weil die Range dafür echt ein bisschen arg wenig. Okay, seine Specials können halt viel helfen. Oh mein Gott, ja, er hat Forward Aerial! Er hat Forward Aerial! Er hat Forward Aerial! Ja, das ist halt, wenn man das Schwert hat und dann springt. Also an sich sind die Aerials Spitzhacke. Und die Waffen lassen sich durch Crafting verstärken. Ich habe irgendwie das Gefühl, so Diamant F-Smash tötet auf 20. Die Waffen gehen kaputt. Oh mein Gott. Ich glaube, der wird... Ich muss sagen, ich habe inzwischen nicht mehr so viel Bock, ihn zu spielen, weil der, glaube ich, doch ziemlich blöde zum Spielen sein könnte. Der starke Angriff unten. Nee, das ist der Tilt. Nein! Nein! Es ist PK Fire mit Schwerkraft! Das könnt ihr doch nicht machen! Ja! Sakurai sagt sogar! Der Magma-Block. Oh, das ist ein geiler Up-Smash. Der ist ich kann mir den nur sau-effektiv vorstellen. Man sieht das. Wenn der Gegner von oben kommt, der kann einen von oben nicht angreifen. Aber seht ihr diese Fallanimation? Aber was haben sie sich denn beim Down-Tilt gedacht? Das sieht ganz nervig aus. Ja, das ist der Down-Smash. Und das hatte ich mir eben schon beim Trailer gedacht. Ja, der Angriff hält doch sehr lang. Ja, ein Little Mac Counter! Ja, ach, das ist ein Schnellmerker. Ja, das habe ich schon bemerkt. Eine Einheit Eisen, aber relativ stark. Meteor aber nicht. Okay, das ist gut. Ja, ich sag ja Tevagrab.
柵に押し込めたりして。Aha! 投げ後ろはそのまま釣り竿で投げ。シンプルですね。Backfrow könnte ein Killfrow sein, so wie der aussieht. Oh, Forwardfrow hat ja einen ganz ekelhaften Winkel. Das stand sogar gut zum Abschluss. Anscheinend ist Forwardfrow der beste Killfrow. Downfrow braucht Iron. Dass man diese Mineralien braucht, könnte halt nerven. Ich habe das Gefühl, man braucht... ein bisschen Platz so. Das ist die Trailer-Musik. Kommt jetzt Craften. Muss man die Werkbank aufbauen oder ich glaube, die ist einfach da, wo man gespawnt ist. Kann das sein? B in der Luft platziert man Block. Oh mein Gott, der Recovery ist broken. Okay, man muss aber welche abbauen. Man gewinnt sehr schnell Rohstoffe, offensichtlich. Und das mussten sie für jedes Stage bauen. Sowas mussten sie einfach für jedes Stage machen. Schürfgeschwindigkeit und Werkstoffe variieren wegen den Waffen, ne? Stimmt, der hatte gerade gute Waffen. Oh, ja, oder Oberfläche. Also, der hatte Iron. Aber trotzdem relativ schnell. Das heißt, Counterpicken ist mit Steve nochmal anderes Level. Digga, das ist wirklich crazy, weil es... Jetzt habe ich was verpasst. Mein scheiß Laptop ist abgestürzt. Ich weiß gerade nicht, ob die Aufnahme noch da ist von vorher. Wenn nein, bin ich salzig. Wie scheiße. Also ich glaube, er hat irgendwas wegen Omega und Battlefield gesagt. Ich werde es selber sehen. Ich kann halt nicht zurückspulen im Livestream. Die Werkbank. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber kann man dann nicht irgendwie einfach Werkbank campen, um gegen Steve zu gewinnen? Ja, das ist gut. Das ist mir klar. Moment, Gold ist besser als Eisen. Das ist anders als in Minecraft. Ja, das ist klar. Ach, es wird immer gleich von jedem eins hergestellt. Ohohoho! Das ist nice. Okay, das heißt, sie haben doch einen Vorteil. Ich glaube, die können krasse Combo-Tools sein. ところで作業台というのはアレックス自身の攻撃でも、wirklich。 Ah, das ist... Man kann nicht Werkbank campen. Ah, das ist gut.
Ja, genau das. Das ist auch interessant. Neutral B in der Luft. Das ist nicht mal die Ab. Stimmt, der hat ja auch noch Elytra. Ich nehme es zurück, die Recovery von dem wird broken. Er hat zwar keine Sprunghöhe, aber. Damit wird man so ekelhaft campen können. Damit kennt Mario sich aus. Ganz viel Scheiße. Damit kann man so nerven. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Steve, bester Age-Guarder im Game. Alter, Steve ist der beste Edgeguarder im Game. Nikita Missile, vergesst es, das ist nicht. Ja, hoffentlich nicht. Sie versuchen zumindest, das nicht so campy zu machen. Eisen ist anscheinend das Elementarste, wie eigentlich in Minecraft auch. Das wird sehr kompliziert. Die Lore. Das heißt, die braucht relativ viele. Es braucht viele Werkstoffe. Aber ist. Warte, kann man die in der Luft benutzen? Das ist jetzt die Frage. Und kann man das geplant machen? Oh, das scheint nicht schwach zu sein. Ja, das hat man schon gesehen. Man kann damit anscheinend schießen. Das ist ein Cheese-Angriff.
Nein! Das ist halbe Meta Knight Recovery aus Brawl gefühlt. Okay, aber ich glaube, das ist nach oben nicht so viel. Andererseits hat man ja die Blöcke. Und ein Tether Grab, der wird sehr wahrscheinlich auch helfen. Also seitlich ist das auf jeden Fall sick. Ja, stark ist es offensiv nicht, aber das ist auch gut so. Das ist zumindest etwas. Aber ich glaube, Steve wird ein sehr interessanter Charakter, aber auch nervig. Die erfordern keine Werkstoffe. Also kombiniert mit einem Tether und den Blöcken ist das eine gute Recovery, bin ich sehr sicher. Das TNT fand ich sah so geil aus im Trailer. Das sollte man halt nicht machen. Man kann das schlagen! Ich dachte, das geht nur mit Fernzünder. Das ist ja ein kompletter Kamikaze-Angriff. Moment! Nein! Jetzt stellt euch mal vor, ein Charakter wie K-Rool, der eine Hitbox auf der Recovery hat. Und dann lässt man das TNT einfach runterfallen und es explodiert. Steve ist der beste Edgeguarder im Game. Er hat PK Fire, das runterfällt, hat Blöcke, hat das TNT. Ja, das ist, glaube ich, weiß nicht, inwiefern die Attacke wirklich gut ist um Gegner. Aha, das ist interessant. Damit der Gegner drauf rennt, weiß ich nicht. Ich sag's, obwohl, nee, der macht's so. Das geht natürlich auch. Oh mein Gott, Steve wird so ein richtiger Trap-Charakter wie Snake. Das ist so ein dummer Beginn. Immer nur ein Gegner. Aber der Kolben kann die, glaube ich, das sah so aus, als würden die auch töten. Als wird das auch töten, der Kolben, ja. Und die Stage sieht echt anders aus jedes Mal, die wird er wohl noch vorstellen. Ah, nice. Wow, diese Schlafanimation! Oh, das ist das Wichtigste. Ja! Wie geil! Und der kann dann Blöcke bauen. Minecraft-Spin-off として、こんなに多くのネタを備えながらアクションを成立させているものもなかなかないだろうと思います。
Es wird schon. Der Charakter wird cool. Das ist jetzt das nächste Wichtige. Minecraft World wo schaukaishimasu. Gensaku Minecraft ni wa area goto ni biome. Ja, das hat er schon erwähnt. Sechs verschiedene Versionen gibt's offensichtlich. Ja. Schöne Details halt. Super. Ja, zum Glück nicht der Skin, wenn man spielt. Das ist interessant. Das heißt, man kann sich eine Omega-Stage erschaffen. Okay, Gefühl, das ist nicht ganz Omega wegen den Rändern. Also das ist auf jeden Fall keine Tournament nötige Stage, keine Tournament League. Eine Plattform. Ja, die sieht ganz cool aus. Bisher war aber das Village mein Favorit. Ja, das stimmt. なお、破壊可能地形の上で掘削した場合、1ブロックを破壊する前に複数種の素材を得ることができます。1ブロックにつき1個っていうわけではないんですね。Auch interessant. そして、雪の積んだら永久凍土ということになります。中央にイグルーがありますね。イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが狩猟先で作る鎌倉。あ、だからお家のそばには本来ないものですよね。 Also wenn man es wegmacht, ist es eigentlich genau wie das Village. Das sieht auch ganz cool aus. Was mich jetzt interessieren würde, wie sieht die Stage mit Hazards Off aus? Weil zumindest ein paar der Biome, könnte ich mir vorstellen, könnten mit Hazards Off vielleicht sogar im Tournament legal sein. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Habe ich bemerkt. Ja, die Plattformen sehen cool aus. Schade. Das ist gut. では、一通り説明したので、実演したいと思います。今回も、得点としてのスピーチボードが加わります。Ja, Ender Dragon als Legendary. マインクラフトの敵キャラなどをモチーフにした代理戦闘ですが、今回のお試しはここでやってみたいと思います。Ja, lauter gegen... Habe ich was verpasst? Was sind Piglins? Pikmin kenne ich. Boah.
Bruh. Er macht einfach die No Spirits Challenge. Uff. Am Flexen. Warum? Du hast einen Teva Grab. Warte, Superus. Aha. Tja, die Computer sind schlau wie immer. Das Dia-Schwert macht gar nicht so viel Schaden. Aber was man sieht, der Grab hat schon eine dicke Range. Das Schwert macht 4% und das ist Dia. Die Axt macht irgendwie 8, waren es, glaube ich. TNT, oh mein Gott. Der Zombie. Genius. Alter, die Lore ist stark. Und Abschiebung. まあ、ノービスですからね。このぐらいは簡単に行きますね。でもこれだとちょっと物足りないから、他のお題も行ってみましょうか。なんか両方ともスティーブってことだから、コラボ感がないですしね。じゃあ、スライムで行ってみましょう。グリーナ Kirby Spam. Ist der Ender Dragon dann schon wieder ein K-Rool? Ich habe das Gefühl, K-Rool ist häufiger der letzte Gegner bei den Dingern hier. Ja, kann sein. Auf Deutsch, man besiegt einen, dann kommen zwei, man besiegt den Großen, dann kommen zwei normale, dann besiegt man die und es kommen jeweils zwei kleine. Ja, Digga, Moment. Das liegt aber nur an der Wand, dass der Down-B gekombot hat, ne? Und er spawnt drei. Und die sind auch groß, der andere war noch größer. Digga, der steht einfach in der Ecke und kämpft. Wo denn? Sau im Vorteil. Als wenn das geht. Da hab ich ja schon ganz Bock drauf in Game. Die Lore bleibt dann da auch einfach. Sind beide tot? Kann sein. Also die Grafik ist halt einfach nicht gut, gerade auch bei mir. Jump Plus, das ist schön. Ja. Ja, Steve könnte ein bisschen, könnte sich komisch spielen, finde ich. Als ob. Das machen doch voll viele. So Challenges für die. Ich nicht. よほどの超人が多数いたら、全員クリアまでのタイムアタックもできるでしょうけど、これは
あらゆるゲームの中でも相当難しい部類に選ばれし者の戦いになると思うので、しません。なお、勝ち上がりランク。Ja, das ist klar. Bei der bin ich mal gespannt. Da könnte man natürlich auch coolen neuen Boss einbauen, aber wird man nicht. Songliste auch wichtig. 音楽についてお話しします。様々な楽曲を備えるスマブラ。Das ist aus Minecraft Dungeons. 残念ながら、原作に流れてきた曲、原作の Minecraft Ah, stimmt, das kann sein. Das sind alles keine Main Minecraft Spiele, wo die Tracks herkommen, sondern so Dungeons und Story und alles. そこで、Minecraft Dungeons などを含むJa, jetzt macht's Klick. Earth und Dungeons. Ja, und sind trotzdem Remixe, wie ich gesagt habe. Mir sagen die halt hauptsächlich großteils nix. Ich weiß nur, dass eben der Trailer sehr gut ist. Minecraft World Stage にはJetzt fehlt nur noch ein Release-Datum. Oh, echt? Ja, aber ich glaube leider wirklich, der Charakter könnte sehr nervig werden. Vierzehnter sogar schon, 11 Tage. Geil. Oh nein, da bin ich gerade weg. Was gibt's diesmal für ein Hype-Indie-Mika-Kämpfer-Kostüm? Ich sag Hollow Knight. Oh, oder heute keins. Ja, also nur Minecraft heute anscheinend. Kein größerer Hype in die Titel wie Hollow Knight. Oh mein Gott, wie sieht denn das aus? Das ist ja mal der behindertste Skin, den ich je gesehen hab. Das sieht so dumm aus. Oh mein Gott, was tut ihr? Das ist cursed! Und warum glaube ich, man kann damit so viel Scheiße machen? Das ergibt jetzt mal Sinn. Aber Creeper und Schwein sind ja so Delta-cursed. Okay, das sagt mir jetzt nichts, gibt also doch noch was anderes. Sieht ganz cool aus. Bomberman. Das ist wahrscheinlich so der Taub-Mii-Kostüm dieses Mal. In verschiedenen Farben, Alter. Oh, den haben ja viele vermutet, dass er der Charakter wird, der revealed wird. Aber nein. Und ich werde niemals auf diesen Creeper klarkommen. Vielleicht hole ich mir den. Ja, ist ganz schön. Der DLC kommt schon bald raus. Das sind 11 Tage, das heißt dienstags. Na scheiße, ich fahre von Samstag bis Freitag weg und dazwischen ist eben der Dienstag der Release. Oh. Sobald ich zurück bin, mache ich dann aber wieder ein Video wie letztes Mal oder mehrere über die ganzen Changes, Balance. Ja. Und der Hero und Banjo Amiibo sind draußen, kommen auch neue. Ja, es kommen neue, ne? Banjo und Terry. Ja, das habe ich ja vorhin schon bemerkt.
Banjo. Nur Banjo. Banjo und Kazooie. Ja, kommt halt nächstes Jahr erst. Ja. Banjo und Kazooie の立体物が今公式にこうやってですね、作られることなんて。Stimmt irgendwie. Und Terry auch noch? そして実はまだまだあるんです。Ja, Terry auch noch. はい。Was?ベレト先生。Terry, lassen Sie einfach weg! ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけども。Terry, kein Amiibo? ファイターである、ベレトが出るということで、あしからず。以上、アミーボのご紹介。Terry, kriegt keinen! Doch! Da drüben steht er auch rechts. Ich wollte schon sagen.3人がすでに作られています。Darf ich anmerken, dass Sie Min Min ruhig kein Amiibo geben brauchen? Steve も作るんですかね。Ja. 他と比べてちょっと楽そうで良いですね。そして、ファイターパスワンの5人が。Die kommen dann also. Ich werde mir vielleicht einen Hero holen, vielleicht Byleth, aber. Amiibo 2体分、この中の2体分で。ファイター5体か6体、ステージや数多くの楽曲が楽しめてしまう。いやー5体を、Das ist halt irgendwie die Amiibo selber! ファイターパス2を含めた11体すべてを遊べてしまう。Das ist einfach die Amiibo so in die Hölle! お得だと思います。ファイターパス2をお買い上げいただくと、Ja, und da bin ich gespannt!こちらもどうぞよろしくお願いします。Dieses Jahr wird wohl keiner mehr kommen. すでに配信され、少し前の話ですが、Internet? アップデートバージョン 8.1 についても軽く触れておきます。小戦場というステージを作りました。ワンオンワンをするには戦場だと少し広い。Small Battlefield is ganz cool. そのための追加です。戦場系で全ての楽曲から曲を選べるようにしました。Er redet jetzt wohl nur noch mal dasselbe. Halt dein Maul, du Gag!Wi-Fi ではなく有線でつないでほしい。Das ist halt schon ein bisschen arschig. キャラクター選択のエントリー時に、Die Nutzerfreundlichkeit. スティックを深く倒したときエントリーするなど、Das wusste ich gar nicht. 改善も少しずつなされています。Das wusste ich gar nicht. その世界における売上が2000万本を超えたそうです。すごい数ですよね。新しく始めた方も多いということになります。なので、見えない工夫や調整などは、Ich will die balance changes. 残していきたいと思います。今回も、バンジョー&カズイに引き続き、マイクロソフトさんにお世話になっております。Ehrenhaft. 原作のモヤンさんにもお世話になりました。Ehrenhaft. こんなに多くのネタ感が楽しめるダウンロードコンテンツ。Das hast du schon ein paar Mal erwähnt. ぜひ楽しんでいただければと思います。今回もまた、私の自宅からお送りしました。Wissen wir auch. コロナウイルスの影響もありますが、日本では大雨が最初に見舞われまして、撮影現在、Ja, viel Glück, ne? 40度に迫る暑さが、Was? So heiß war's bei denen. 室内でたっぷり楽しめるゲームというのは、環境が厳しい時には特に助かるものです。Ja, das stimmt, aber irgendwie, wenn irgendwer in dieser Zeit ein Gewinner ist, dann sind's wohl Spieleentwickler. Ich meine, natürlich, die haben auch, merkt man, es ist schwer für sie zu programmieren, aber auch Verkaufszahlen müssten krass hochgehen. So, und das war's dann wohl mit dem Reveal. Also, mein Fazit jetzt letztendlich...Steve wirkt wie ein relativ, tatsächlich wie ein relativ passiver Charakter, so wie ich es auch schon gedacht habe, in dem ich aber sehr viel Potenzial sehe. Sein Edgeguarding ist absolut, Digga, was ist das? Auch sein Ledge Trap könnte echt gut sein. Aber Digga, auch die Recovery könnte,
sehr gut sein. Okay, es wurde jetzt halt nicht gezeigt. Es wurde nur gezeigt, er hat einen Tether Grab. Aber mit dem kann man doch bestimmt auch die Stage greifen, ne? Ich glaube, Steve wird ein echt cooler Charakter. Ich bin jetzt nur ein bisschen salzig, dass er kommt, mitten während ich weg bin. Da werde ich wohl ein paar Tage dann warten müssen. Dann wird auch ein Video über die Balance Changes kommen. Ich hoffe, ihr seht auch den ersten Teil dieses Videos, weil den zweiten bringe ich auch, wenn der erste jetzt weg ist. Wäre halt scheiße, aber... Ich freue mich auf den Release. Sie haben da einen guten Job gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Steves Blöcke noch einige Balancing-Probleme haben. Aber wir werden es sehen. Wenn ihr dann Steve sehen wollt, lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Okay, ein Like hilft nicht, wenn ihr Steve sehen wollt. Da hilft nur ein Abo. Naja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann und ciao. Respekt an das Smash Bros. Team.